Und damit Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt hier auf Gamers Check LP. Ich bin der Onkel und wir zocken an Adrift oder Adrift. Und ja, an dieser Stelle vielen Dank an 505 Games, die mir eine Version zur Verfügung gestellt haben. Und ja, wir werden das Ganze jetzt mal anzocken. Ich persönlich muss zugeben, ich habe keine Ahnung, was wir in diesem Spiel machen müssen. Ich habe einen Trailer gesehen und fand diesen total abgefahren. Und deswegen, ja, würde ich mal sagen, gehen wir mal auf neues Spiel. Und dann haben wir den Hardyman-Ladescreen. Sehr schön. 8. Juli 2037. 20:28 Uhr. 462 Kilometer über der Erde. Survivor detected. Survivor detected. Survivor located. Initializing EVA HUD display. Warning, EVA suit critically damaged. Oxygen leak detected. Emergency life support system, online. Manual oxygen refill required. So, liebe Freunde, ja, ich kam jetzt ein Tutorial, das habe ich mal hier übersprungen. Mit einem kleinen Cut. Ich weiß gar nicht, ob euch das aufgefallen ist. Und ja, wir brauchen Sauerstoff. Und wie ihr seht, wir sind hier im Weltraum unterwegs. Und ja, wenn ihr draußen mal irgendwie Geräusche hört, das liegt einfach daran, dass es mal wieder Sommer ist und mal wieder ein 505 Game, was ich im Sommer anteste. Und wieder die Autos draußen vorbeifahren. Ich kann mich noch erinnern, da kam damals ein Traktor vorbei bei irgendeinem Spiel. Aber diesmal ist es abends. Okay, also unten links haben wir unser Radar. Und wir schweben, aua, wir schweben hier im Weltraum rum. Sollten vielleicht nicht so oft irgendwo ranstoßen. Ich muss echt sagen, für mich ist das... Identification verified. Oshima, Alex. Commander, Hardyman Aerospace North Star 4. Vital signs, stable. Ach, warte. Halten. Ah, da. Okay, dann holen wir uns mal die Sauerstoffflasche. Hup. Na, sowas ist halt wichtig im Weltraum, ne? Sauerstoff. Und ja, ich habe wie gesagt keine Ahnung, was uns hier... Aua, was uns hier erwartet. Und das sieht auf jeden Fall richtig gut aus, muss ich sagen. Warning. EVA propulsion system damaged. Oxygen repurposed as shared life support and propulsion resource. Continual propulsion use incrementally depletes EVA oxygen reserves. Ja, ich hoffe doch mal, dass dieses Gequake da irgendwann aufhört. So. Türe öffnen. Und wir sind noch mal eine Runde raus. Warum bin ich denn nicht gleich außen rum geflogen? Mann! Sauerstoffreserven mit Antrieb synchronisieren. Ich kann auch hier Turbo machen. Halten. Sauerstoff ist immer gut. Und da hat es wohl unseren Satelliten zerlegt, auf dem wir hier hantiert haben. Hardyman Aerospace North Star 4, this is Mission Control. Do you call me?
Catastrophe signal received. Unable to determine current location or crew status. Please advise. Over. Okay. Ich muss sagen, schon mal ein kleines Mängel. Diese Untertitel, die sind so klein. Das ist Wahnsinn. So, weiter geht's. Ja, wir fliegen hier ein bisschen durchs Raumschiff. Was haben wir denn hier unten links? Kann ich gar nicht richtig lesen. Boah, sieht das gut aus. Origin point terminated. Aua. Wahnsinn. Ja, wer weiß, was hier passiert ist. Wir fliegen jetzt mal Richtung da hoch halt, ne? Zum nächsten Loch. Ah, da kommen wir dann auch schon auf die Station, wie es ausschaut. Kann ich irgendwie antworten? Ja, ich habe sie verstanden. Ja, und aber eine Sauerstoffflasche, die würde ich gerne noch. Also die Steuerung ist, mal ganz kurz. R2 ist nach oben, L2 ist nach unten, so sliden. Mit R2 und L2 gleichzeitig kann man sich stabilisieren. Mit R1 macht man eine Rolle nach rechts, mit L1 eine Rolle nach links. Oh, was haben wir denn hier? Mit dem linken Stick bewegt man sich nach vorne zurück und mit dem rechten Stick, ja, schaut mal hin. Hardiman Aerospace, North Star 4. No remaining survivors. Aha. Sind wir etwa die einzigen über... Alter. Ich könnte doch hier gerade irgendwas machen. Irgendwie kann ich mich auch wieder stabilisieren. Ich weiß nicht mehr, wie es ging. Da muss ich hin. Ah, eine Karte. Ja, die... Achso, ich muss Viereck drücken. Nein. Okay. Au. Mach mal wieder gerade drehen. Gib mir diese blöde Karte. Yay, ich hab die Karte gekriegt. So. Au. Au. Ja, wir brauchen Sauerstoff. Da ist Sauerstoff. Kannst mal nicht meckern. Schlürf mal dein Zeug. So. Okay, was ist hier passiert? Das ist, glaube ich, die große Frage hier. Was ist hier passiert? Warning. External EVA visor critically damaged. EVA repair required. Wir sind doch jetzt auf dieser Station. Hat die denn nicht irgendwie... Na gut, die hat ein Leck. EVA repair station located. Ah, hier ist eine Repair Station. Glaube ich, ja. Na dann rennen wir uns in die Repair Station. Ah, so. Wunderschön. EVA Repair Sequence complete. Vital Signs stable. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit, jetzt können wir so ein bisschen umgucken. Warte mal, hier haben wir jetzt... Was ist hier nur passiert? Und wo ist... Au! Und wo ist meine Crew? Sind die alle tot? Alex Oshima. Okay. Das sind die ganzen Vorratspackeln. Ah, hier kann ich einen Computer. Okay. Okay, Sender, Shocking, bla bla, Empfänger, Datum 2. März 37, Betreff, Tag der Ansiedelung für Hardiman-Kolonie, Luna 2, Kommandantin Oshima. Ich habe im Vorbild einen Blick auf ihren Spiritus-Produktionsplan geworfen. Es sieht alles sehr positiv aus und ich bleibe weiterhin optimistisch.
was Ihren alternativen Vorschlag betrifft, ich kann sehr großen Nutzen erkennen und die Daten unterstützen. Ihren Plan zu erhöhten Spiritus-Produktionsverfahren. Die Möglichkeit, Teile dieser Pläne in unseren derzeitigen Bemühungen umzusetzen, existiert und sie ist auch sehr innovativ. Okay, ich freue mich auf Ihre Berichte und Kommentare, Alex Oshima. Okay. Ja, ich bin da wieder weg. Da. Gut. Dann werden wir mal sehen. Hier ist eine rote. Kann man dann da jetzt die Karte reinstecken? Weil wir haben jetzt diese. Ja klar, Sauerstoff geht. Ja. Ich muss noch ein bisschen mit der Steuerung. Ist noch ein bisschen. Ah, aua. Aua. Ist noch ein bisschen. Warte mal, ich muss so rumdrehen mich jetzt mal erstmal. So. Und hoch. Ich hab schon wieder. Alter. Okay, da kann man nichts machen. So, dann haben wir mal hier rein. Viereck. Oh, guck mal, komm mal nochmal. Komm, das machen wir nochmal. Hab. Oh, so. Bisschen hakelig. Bisschen friebelig die Steuerung. Aber ist, ja, man fliegt halt hier rum, ne? Man kann jetzt auch nicht verlangen, dass man jetzt hier. Hand for personal data device version 4.7 acquired. Multiple personal data devices detected and online. Location coordinates unknown. Aha. Unbefugter Zugriff auf private Daten. Aber schmeiß es einfach weg, genau. Nächste Türe. So. Warning. Catastrophic event detected. Core systems repair required for emergency escape vehicle launch. Oh. Warte mal, ich muss. Ich muss mich drehen. So, jetzt ergibt es auch mehr Sinn, wenn ich da rumdrücke, dass es in die Richtung auch geht. Also wenn ich nach oben slide. Au! Okay. Es ist lustig hier rumzufliegen. Ich muss sagen, das macht echt. Das war was anderes. Achso, ich muss am Radar gucken, ja. Was habe ich denn? Ach, diese Bläschen sind alles Sauerstoffflaschen, oder was ist das? Also ich gucke jetzt auf dem Radar, das sind ja die eingekreiselten Dinger. Au, und ich drehe mich wieder. Kann ich auch irgendwie scannen? Ah, da ist irgendwie. Aua! Da ist ein Computer an. Hardiman! Komm, lass mich ran. Ja! Super. So, was haben wir denn hier? Offline, Spiritus. Scannen. Mainframe offline. Cerebrum module inactive. Super. Spiritus system repair required for Salvus EEV life support system operation. Locate system mainframe. Fabricate cerebrum core. Repair cerebrum module. Na dann. Wollen wir den ganzen Mist mal machen? Bisschen Sauerstoff könnte ich gebrauchen. Ach, Sauerstoff, den hole ich mir mal fix. Ja, ja, nicht zu hecheln, wir haben gleich Sauerstoff. Ja. So, können wir mal rausgucken. Schön, sieht echt gut aus. Au.
Kriegt man hier nicht irgendwie... Ah ja, mit L3 kann man stabilisieren, also... Wow. Achso, mit denen muss ich da oben. Wow. Aua. So. Geladen los. Zeigt mir zumindest am Radar an. Wir müssen jetzt diesen Satelliten bauen, oder? Personal Log. System Specialist. McDonough. Andrew. 17. April. 2037. Finally going home. Doesn't even seem real. 22 months since mission start. 10 longer than I signed up for in the first place. I promised Lucy I was going to be there for her. Promised myself I wouldn't leave her like this again. Broke both of those promises by taking another selfish paycheck job while real life passes me by down below. Father of the year. Alex really came through for me on this. I owe her one. Can't wait to get off this goddamn station. Ah, hier ist dieser. Das ist seine Bude. Das ist seine Bude. Okay, was haben wir denn hier? Spring Music. Irgendwas. Oh, warte mal, ich muss so und dann so und, warte, so. So! Um wieder zu lesen. Transfer, Alex, Lynn hat mich schon kontaktiert, alles wurde in Bewegung gesetzt. Ich kann dir gar nicht genug dafür danken. Es braucht sehr viel Zeit, um das wieder gut zu machen. Collins ist stabil, er ist schlau, eifrig und hat keinen zusätzlichen Ballast mit sich zu schleppen. Er wurde für große Umstellung... Was? Er wurde für HN5 eingeplant. Weshalb diese schnelle Einberufung für ihn eine große Umstellung bedeuten wird. Gute Entscheidung. Kann ich vielleicht mit der frühzeitigen Beta helfen? Lass mich es wissen. Andrew. Andrew. Lynn Colette von der Hardiman Personalabteilung wird für weitere Belange mit dir in Kontakt treten. Sie versucht, eine Stelle für dich in Vancouver zu bekommen, damit du es nicht so weit hast. Ich brauche dich bei der Spiritus-Beta und der Crew-Erweiterung. Demnach käme der 8. Juli als Transferdatum in Frage. Vielleicht auch früher. Ich versuche, einen Weg zu finden, der uns eher in die Beta bringt. Es wäre also eine Möglichkeit. Okay. Als Ersatz für dich habe ich schon mal passende Kandidaten rausgesucht. Michael Collins, was meinst du? Das klingt sehr, sehr interessant. Zwischen Santa Monica und Vancouver umherzuziehen wird eine Herausforderung. Aber wir bekommen das schon hin. Hast du ein paar Details? Muss ich irgendwas machen, um den Prozess zu beschleunigen? Soll ich meinen Ersatz selbst finden? Ach, ernsthaft. Ich habe um einen Gefallen gebeten und eine neue Stelle für dich gefunden. Der Job ist in Santa Monica und du würdest die Abteilung... Hast du das schon gelesen? Ich... Lass das jetzt einfach mal. Ihr könnt ja auch noch ein bisschen was lesen. Ist ja noch angezockt. Wir sind eigentlich schon rum mit der Zeit, aber... Schau mal, da oben die Flasche holt sich die Flasche. So. Au. So. Ich bin hier völlig falsch. Wo muss ich denn hin? Oder mal hier irgendwo? Au. Hier hoch oder was? Au. Muss ich hier raus? Das geht da gar nicht. Jo, auf jeden Fall sehr interessant, muss ich sagen. Und sieht auch noch sehr gut dazu aus. Und ja,
ich muss hier auf dem Radar. Ich muss irgendwo. Jetzt mache ich mal hier. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Muss doch hier was sein. Ach nee, der Pfeil zeigt ja geradeaus. Jetzt zeigt's nach links. Doch da raus oder was? Ah, doch da raus, gut. Tut, tut, tut macht's. So. Werden zum Abschluss. Werden wir noch mal schauen, wie es ist, im Weltraum zu sterben, liebe Freunde. Ja. Das sollte euch nicht passieren in diesem Spiel, wenn ihr das spielt. Und ich muss sagen, es ist sehr interessant. Es erzählt natürlich wieder seine Geschichte. Eine Geschichte, wo wir wieder herausfinden müssen, was hier überhaupt passiert ist. Und es sieht auf jeden Fall sehr gut aus, Leute. Und wenn es euch interessiert hat, dann greift zu, ich werde das Spiel auf jeden Fall noch weiter zocken und werde schauen, wie das noch wird. Und sieht auf jeden Fall sehr interessant aus und ich will unbedingt wissen, was da passiert ist auf dem Raumschiff. Warum, wieso, weshalb oder wer die ganze Crew ist. Und ja, und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich bin irgendwie so ein bisschen baff. Ich fand das Spiel jetzt cool. Die Steuerung ist zwar erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss man sagen, weil man schwebt ja. Man hat ja nicht wirklich, wo man läuft, da einen geraden Weg oder so. Man schwebt ja da rum und das ist schon etwas ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber da fitzt man sich schon rein. Wie ihr seht, ich nicht so schnell. Und, oder wie ihr gesehen habt, darum. Und ja, auf jeden Fall zugreifen, Leute, wenn euch sowas gefällt und solche Geschichten dahinter. Das ist wieder so ein Explore-Game oder wie sich das schimpft. Und mich interessiert es auf jeden Fall. Ich werde es weiter zocken. Und ich hoffe, ihr holt es euch auch. Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Angezockt. Und ja, bis dahin. Tschüss.